Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich hier ein 205 Cabrio und hier werden wir heute den Fensterheberschalter aus- und einbauen. Ich hatte ja gedacht, eigentlich beim 205, also bei der Limousine oder T-Modell, ist es das gleiche, aber es gibt dort tatsächlich kleine, aber feine und doch wichtige Unterschiede. Also, auf geht's! Ihr nehmt euch jetzt einen Kunststoffkeil und geht hier zwischen Schalter und Griffleiste jetzt, sage ich mal, ne? Geht ihr dazwischen. Dann haben wir hier vorne eine Haltenase. Die ist, ich sag mal, relativ schwer zu erhaschen. Wenn die heile bleibt, seid ihr gut. Wir gehen hier in den vorderen Bereich und üben Druck aus. Und versuchen die Haltenase zu erhaschen. Wenn wir sie haben, sieht das ungefähr so aus. Jetzt haben wir das Problem, dass wir sie hier vorne zwar draußen haben, aber hinten müssten wir sie jetzt hochkriegen. Also gehen wir hier mit dem Mahnschraubendreher hier hinten rein, also hier hinten an die Verkleidung und drücken das Ganze nach oben. Gleichzeitig haben wir hier mit der Hand einen kleinen Drehpunkt erzeugt. Und jetzt holen wir den Schalter einfach raus. Entfernen den Stecker. Ab hier ist es ungefähr das gleiche wie beim 205. Hier, ihr seht ja diese Haltenasen. So, jetzt ist besser. Die müssen wir lösen. Ringsherum, glaube ich, 8 Stück. Wir halten jetzt mit der Hand die Verkleidung fest und drücken mit dem Zeigefinger auf den Schalter. Dann entriegeln wir ringsherum die Haltenasen. Oh, jetzt sind hier schon welche voneinander gekommen, auch nicht schlecht. Dann haben wir hier nur noch eine. Und schon haben wir den Schalter entfernt. Das ist eine Teilenummer. Also besser gesagt, bis hierhin ist die eigentliche Teilenummer. Der Rest ist der Farbcode. Bei den Schaltern gibt es wohl auch in unterschiedlichen Farben. So, das Ganze wieder retour. Einfach zusammenstecken, drücken, darauf achten, dass überall die Haltenasen wieder verriegelt haben. Und wenn das der Fall ist, geht es wieder rein. Stecker nicht vergessen. Bisschen auf das Kabel achten, ein bisschen nach vorne drücken das Ganze. Und dann vorsichtig, wir wollen ja keine Kratzer verursachen, hinten zuerst runter und dann reindrücken das Ganze. Und schon ist der Wechsel vollzogen. Ganz so schwierig ist es nicht, es ist nur ein bisschen anders, aber dennoch machbar. Wenn ihr Fragen dazu haben solltet, schreibt es mir in die Kommentare oder wenn ihr Anregungen haben solltet. Ansonsten, wenn ihr noch kein Abonnent seid, lasst mir ein Abo da oder einen Daumen hoch. Wäre auch ganz cool. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.